Ist okay. Hab mich doch entschieden, dass ich hier mit dieser Steely arbeite von der Firma Sony. Hallo. Ist okay. So, ich arbeite jetzt mit der Steadicam noch einmal. Gerade kam ein Kunde rein, deswegen hatte ich unterbrochen. Das mache ich ja immer. Jetzt setze ich mich mal hier hin. Ist natürlich auch mordschwer, das gute Stück, aber ist eine Steady. Das heißt also, ich kann richtig wackeln und es bleibt auch immer gerade. Das ist ja das Schöne daran. Die andere, die hätte jetzt schon gemeckert, dass ich zu schnell gewesen wäre. Natürlich hängt da auch ein Mords-Akku hinten dran, um lange filmen zu können. Ich gehe jetzt hier drin mal spazieren. Ja, wie gesagt, ich werde mit so einer Steadicam arbeiten. Kriege ich zwar auch einen dicken Arm, aber ich habe ja alles da, um damit wunderbare Sachen zu machen. Ich merke jetzt schon, sieht klasse aus. Gut ausgeleuchtet. Wie gesagt, es schwenkt richtig. Es ist eine tolle, tolle Kamera, mit der ich da arbeiten könnte. Eine schöne kleine Kamera. Ich teste jetzt, wie gesagt. An alle Schauspieler, die mal Lust haben, Laune haben, wie gesagt, man kann eine Menge machen. Natürlich müsste dann noch viel mehr an die Kamera, Bildschirm, Lampen und so weiter. Das ist ja natürlich jetzt ein Test von verschiedenen Möglichkeiten, von verschiedenen Lichtquellen. Jetzt gehe ich mal so ins Dunkel, ich merke schon. Jetzt bin ich hier im Star Wars Bereich. Echt. Das tut natürlich höllisch weh. Das geht wirklich voll in den Arm. Das Schöne daran ist, dass ich ja jetzt dieses Untergestell dran gemacht habe, das wisst ihr ja. Also jetzt haben wir nur noch 2 Tage, einen Tag und den Rest von heute, dann ist Star Wars. Ja? Morgen ist schon der 10. und wie gesagt, am 11. geht's los. Also einen Tag noch und den Rest von heute haben wir Star Wars. Wann ihr diesen Videoclip sehen könnt, weiß ich nicht. Ich teste gerade hier dieses Steadicam. Ich habe ja mehrere Zweige hier. Das ist halt der Shop, wo gearbeitet wird, wo die Kunden. Und hier kommen nur die Stars und Sternchen rein. Im Moment dunkel, weil ich das Licht noch nicht anhabe. Ich habe auch noch nicht den richtigen Unterbau unter die Kamera. Also wie gesagt, Green-Ecke, die weiße, die schwarze. Dann wie gesagt, diverse Figuren. Da hinten sind die Star Wars-Figuren. Hier haben wir so einen kleinen. Ja, für Fotoarbeiten sind ja verschiedene Sachen, ne, die man da so braucht. Es sind ja nur diverse. Dann auch ein bisschen Kostüme, diverse und so weiter, Hütchen und alles. Das hat immer der Onkel Wendler getragen. Ne? Der Onkel Wendler hat das immer getragen. Ne? Fand er super toll, hat er hier liegen lassen. Onkel Wendler, wenn du das siehst, dein Hütchen ist hier in guter Verwahrung. Hier, wie gesagt, The Green Room. Jetzt habe ich da jetzt kein Licht geschaltet. Ich kann mal eben Licht schalten. Ich habe Glück, dass im Moment keine Kunden kommen. So ein bisschen lichtscharf geschaltet. Hier ist der Green Room Bereich, das habe ich jetzt nicht richtig ausgeleuchtet. Dann, wie gesagt, hier diese weiße Ecke, die man so braucht. Dann hier die dunkle Ecke und drüben habe ich dann noch so eine braune, einen riesengroßen Green Room. Oh Mann, also wie gesagt, da brauche ich, also die teste ich sehr gerne jetzt hier. Die Kamera muss ich einfach sagen, aber die geht voll in den Arm. Ja? Also die hat Gewicht, da ist auch ein wahnsinns Akku hinter. Ich werde noch diverse andere Akkus kaufen, dass ich mit dieser Kamera euch wirklich tolle Sachen einfangen kann. Es ist auch eine Leica eingearbeitet, Weitwinkel, 10x Optical. Ist eine Sony Spezialkamera mit Steady eingebaut. Ich sehe gerade, die Linse sollte ich auch mal ein bisschen sauber machen. Die hat einen kleinen Fleck. Hm. Okay, wisst ihr Bescheid? Bin hier im Studio. Jetzt mal wieder Licht aus. Und dann gehe ich raus. Oh. Ja, dann mache ich das Licht aus. Dann wird es wieder dunkel. Aber die Kamera arbeitet sogar im Dunkeln gar nicht mal so schlecht. Ne? So, ich habe das große Glück. Wie gesagt, die trage ich jetzt in der Hand. Die wackelt richtig stark. Die wackelt jetzt richtig stark. Und die bleibt ja auch, Gott sei Dank, wie sie ist. Das finde ich toll. Ne? Also ich werde mit der Kamera arbeiten. Auch mit Stars und Sternchen, wenn die mal vorbeikommen. Ja, in dem Sinne. Ja, was soll ich da sagen? Ich werde jetzt also nochmal Akkus bestellen, dass ich halt mit dieser Kamera arbeiten kann, weil es macht Spaß, weil es ist steady. Das heißt also, ich kann richtig arbeiten damit. Da ist alles schon drin eingebaut in dieser Kamera. Da muss ich jetzt keinen Steady-Arm drunter bauen, ja, kein Gelenkearm, sondern in dieser Kamera ist schon alles drin. Ich kann damit wunderbar arbeiten, kann wunderbare Schwenks machen. Ja, also seht ihr ja selber, wunderbare Arbeiten und ich bleibe immer scharf.
So soll es ja auch sein. So, jetzt hänge ich ein, das wird nämlich sonst alles wieder viel zu lange. Ne? Also euer Star Wars Reporter ist in Chicago unterwegs, aber leider im Livestream. Schau mir alles an, 4 Tage, noch ein Tag und den Rest von heute, dann ist Star Wars, dann geht's rund. Da freue ich mich jetzt schon drauf, deswegen mache ich das Ganze hier. Ich teste eine Kamera nach der anderen, auch mit der hier bin ich absolut zufrieden, mit der werde ich arbeiten. Und natürlich mit einem super Stativ, versteht sich.